Alter, was geht ab, Leute? Es ist soweit. Heute Morgen habe ich noch ein Video hochgeladen mit kommt Gen 3? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Jetzt kann ich ein Video hochladen, wo es heißt Gen 3 kommt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es wurde angekündigt. Und das Krasse ist sogar noch mit dem neuen Feature. Und zwar Wetter. Aber schauen wir uns erstmal den Trailer an. So, Moment. Machen wir hier ein bisschen lauter. Oi, der gute Lander. Okay. Stolos oder Stolos? Okay. Ja, davon habe ich gehört. Glodon, Raid Boss. Puh. Mehr Pokémon, mehr Abenteuer. Alles klar. So, im Laufe der Woche werden Gekkabor, Flamely und Hydropi zusammen mit weiteren Pokémon aus der Höhenregion erstmals in Pokémon Go erscheinen. Alles klar. Videospielen, Pokémon Rubin und Saphir. Okay. Und außerdem führen wir ein neues dynamisches Wettersystem ein. Und darunter haben die paar Fotos. Das sieht echt geil aus. So. Hier beschreiben die das ganze System. Auf der Karte sieht man das dann mit den coolen Effekten und so. Wie gesagt, wir schauen uns gleich die Bilder an. Und das Interessante ist dann halt zum Beispiel, dass ein paar Pokémon öfters auftauchen. Wie zum Beispiel hier sagen die, wenn es regnet, dann kommt Hydropi mehr. Das ist das Wasserstarter-Pokémon. Oder wenn es ein sonniger Tag ist, dann kommt Glurak häufiger. So, hier zum Beispiel Sonic. Was ist das? Bewölkt oder was? Okay. Dann hier ist Windig. Okay. Da kommen wahrscheinlich mehr Flug-Pokémon. Aber hier sieht man unten auch irgendwas. Ah, okay, da unten rechts sieht man das Wetter. Okay, krass. So, Nebel. Cool. Regen? Okay, das sieht halt richtig geil aus. Regen. Schnee. Okay. Eine besondere Gelegenheit, sich den Regenschirm oder die Schneeschuhe zu schnappen und gut eingepackt mit Freunden und Familie nach draußen zu gehen. Schnee, Lapras, 100% Lapras-Chance. Schauen wir mal. Aber das war's, okay? Die haben nicht genau gesagt, welche 50 von den neuen Pokémon aus Gen 3 kommen. Aber ich bin gespannt. Ich denke jetzt mal. Vielleicht heute Abend, aber wahrscheinlich morgen oder so. Warte, welche ist heute? Ja, wahrscheinlich morgen Abend kommen die ersten. Ich bin echt gespannt. Aber das war's von mir. Nur eine kleine Ankündigung. Gen 3 ist am Start. Unten in die Kommentare, was ihr von dem Feature haltet mit dem neuen Wetter. Und natürlich Gen 3 Hype unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Seid bereit für Gen 3. Es kann jederzeit losgehen. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.